So, verehrte Freunde, der erste große Gegner ist tot. Bossfight Number One. Ja. Hallo. Komm her. Gollum. Bam. Tot. Aua. Double Kill. Ah, 500 Schaden. Zack. Einen Hit habe ich abbekommen. Oh, da ist noch eine Seele, kann es sein? Oh, der hat was. Der hat was. Zerbrochenes Schwert. Okay. Okay, und was mir viel Schaden macht es? Der hat es doch vorher schon zerbrochen. Nee, ich hatte vorher nur einen Griff. Stimmt, Schwertgriff. Das macht 40 Schaden. Und dein Messer macht 56, also behältst du das Messer. Ja. Alles klar. Was macht er hier? Er schießt die ganze Zeit gegen die Wand. Komm her. Doing. Husa! Ach guck, jetzt können wir hier reingucken. Siehst du mal. Der haut gleich wieder die Dings kaputt, ich wäre vorsichtig. Da ist doch gar keiner mehr, ist doch tot. Siehst du, jetzt ist nämlich ruhig. Keine dummen Schritte mehr. Ah ja. Damit ist das Spiel nicht nur scheiße geportet, sondern auch noch buggy. Ja, davon gehe ich ja aus. Komm her, komm her, komm her. Bam! Wow, das war ein Crit, du Sau. Heil dich. Ja, ich mache ja schon. Sehr gut. Was war hier eh? Rootfack berühren. Ich glaube, das bist du vorhin. Ja. Ah, so bin ich gestorben, oder was? Ja. Oh, das Spiel ist ja ein Arsch. Zeig mir doch mal, wie dir, ich... Ja, genau, da kannst du dir angucken, wie du gestorben bist. Verschlossen. Richtig? Kannst du nicht den Schlüssel da hinlegen und den benutzen? Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Es gibt doch nur noch den Weg. Dann geh noch mal runter, wo der komische... Nee, warte mal, ich guck jetzt erstmal nach dem Schlüssel. Der Kerker, es gibt noch einen Kerker. Asyl Ost. Öffnet Eisengitter im Untoten. Öffnet die Tür der Haupthalle. Schlüssel, ja, die Haupthalle war doch verschlossen. Ah, das heißt, wir müssen jetzt quasi da runter. Kann ich mich einfach da runterfallen lassen jetzt oder muss ich runtergehen? Versuch's doch. Meinst du, dass ich sterbe wahrscheinlich, wenn ich mich von hier fallen lasse? Ach Quatsch. Meinst du? Mach. Naja. Kann ich gleich noch eintrinken. Ah, ich höre wieder Schritte. Meinst du, wir können jetzt hier durch? Vermutlich. Wahrscheinlich kriegst du da drin jetzt voll auf. Ah. Meinst du, da ist noch einer? Nächste Bossfight. Oh, guck mal, wir sind draußen. Ist hier was? Nö. Sieht nicht so aus, nee. Ah! Oh, danke schön. Das ist ja mal eine Aussage. Super! Ich klopf dir mal auf die Schulter. Hast du gut danke, gemacht. Danke. Okay, weiter geradeaus. Geht's hier noch weiter geradeaus? Ja, wahrscheinlich kommt jetzt irgendein Viech und tötet mich einfach übelst. Ah, oh. Guck an. Eine Katze. Zwischensequenz. In the ancient legends, it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Neue Burg? Sieht so aus. Ich glaube übrigens, du bist wirklich ein Untoter, sonst wärst du nicht im Asyl der Untoten gewesen. Vielleicht war ich auch nur ein Asylant. Das mag sein. Hey, der Vogel ist nett. The Eagle has landed. Da sitzt einer. Hey, wir sind in Lordran. Steige auf und entfache Leuchtfeuer. Also quasi weiter wie bisher. Genau, mach Stage weiter so. Stage 2. Alter Sack. Ja, kann das mal weggehen? Ne, entfach das Leuchtfeuer. Geht nicht, ich habe kein Menü. Drück mal Enter. Drück mal... Ah! Hey, ich kann aufsteigen. Ja, was soll ich denn entfachen? Auf. Aufsteigen? Komm, wir gucken mal. Hey!
Hey, was können wir denn? Viel zu viel Auswahl. Wo sind wir denn? Zusteigendes Attribut auswählen. Vitalität. Ach, wir können jetzt hier so ein Ding auswählen. Intelligenz. Das können wir brauchen, glaube ich. Wir haben doch schon 12. Ja. Nee, wenn dann hier Stärke, ja. Stärke, oder? Hier, Kondition oder Vitalität? Warte, Vitalität ist... Das ist dein Leben. Das ist die Leben, ja. Oder Kondition, brauchst du nicht so viel? Oder mach mal Stärke, weil da kannst du den anderen besser auf die Fresse hauen. Ah, guck hier. Das macht überall eins mehr. Oh, ich kann... Wie viel habe ich denn? Hey, ich habe... guck hier, das wird von deinen Seelen abgezogen. Ich hab 2320, ja. Und ich brauche 741 für eine Stufe mehr. Okay, alles klar, macht Sinn. Dann mach die da eine Stufe höher und dann mach die Kondition noch eine Stufe höher und dann mach die Vitalität, wenn es geht, noch eine Stufe höher. Ja, geht. Ist doch ein Plan, oder? Jetzt habe ich noch 46 Seelen. Ja, ist ja Wurst. Okay, gut, dann haben wir alles und eine Stufe höher. So, das nehmen wir jetzt mal an. Hey! Cool. Das hat sich. Wobei, ganz ehrlich, an der Stelle ist das Spiel auch ein bisschen dämlich, weil dann kann ich einfach immer wieder dieselbe Stelle spielen und immer zum Leuchtfeuer zurückkehren. Und dann sind die Gegner wieder da und ich kann damit immer mehr Seelen kassieren. Ja. Ist doch auch irgendwie Quatsch, oder? Wieso? Du musst doch weiterkommen, das ist doch dein Ziel. So, gehen wir wieder zurück. So, können wir das entfachen? Oh, da steht irgendein Heini hinter dir. Wer ist das denn? Huh? Er ist weg. Okay. Aushöhlung Aushöhlung umkehren? Keine Ahnung. Verlassen wir es erstmal. So. Wir haben jetzt 10, guck mal, wir haben 10 von den Dingern jetzt. Hey! Wow. Ich glaube, wahrscheinlich dauert das jetzt endlich. Wer ist das hier? Komm, wir gehen mal zu dem. Hallo. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land, the undead. Okay, wir haben den ersten Idiot im Spiel kennengelernt. Mich deucht auch so einiges. Was gibt's denn hier vorne? Seele. Eine Leiche. Menschlichkeit. Hey. Du plünderst eine Leiche und kriegst 3 Menschlichkeitspunkte. Ja. Guck mal, wir sind doch voll lieb gewesen. Wir haben hier ein bisschen gestreichelt. Was gibt's denn hier? Achtung, vor dir, Falle! Das? Ja, sieht fast so aus. Oder da. Oder hier? Oder da? Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Von wo kam ich denn überhaupt? Der Vogel hat dich abgesetzt. Ja, hier wahrscheinlich direkt, oder? Keine Ahnung. Gehst du einfach mal. Alter, das geht echt in jede Richtung. Egal, geh einfach mal irgendwo hoch. Oh, da ist, du stehst übrigens direkt am Fuße der Burg, so wie es aussieht. Guck was? Mal hoch. Was? Nein, in eine andere Richtung. Da jetzt hoch. Guck da, bam. Okay, das ist eine dicke Mauer. Oh, guck mal, da vorne leuchtet noch was. Da willst du hin. Da gehst du jetzt da, dass du da rechts die Treppe hochkommst. Ja, wahrscheinlich, da steht Falle vor mir. Da rollt bestimmt was runter den Weg. Ja, probier's aus. Mindestens. Du hast das Leuchtfeuer entfacht. Du kehrst dahin wieder zurück. Hab ich's entfacht? Oder sind wir nur aufgestellt? Komm, wir entfachen's mal. Kein Entfachen als Hülle möglich. Na gut. Gibt's hier noch irgendwas? Was zum kaputt machen? Ey, ich bin der Zerstörer der Natur. Sollen wir den auch mal killen da? Nee. Ich glaube, der hilft uns noch irgendwann. So, gehen wir den seitlichen Weg hier hoch, meinst du? Ja, warum nicht? Gibt's hier noch was? Nö. Alles klar, meinst du, hier rollt jetzt gleich was runter? Oder es bricht ab oder so? Da steht nur so ein Depp rum. Oh, da stehen ein paar Deppen rum. Hallo? 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 Ah. Wir brauchen immer ein bisschen. Okay, der kann ausweichen. Komm her. Pass auf, da kommt gleich der nächste. Hallo? Haha.
Da hinten kämpft so ein Geist-Dings mit einem. Oh, er hat mich abgewehrt. Guck mal hier. Mit seinem gammeligen Holzschild. Wow! Was hast denn du jetzt gemacht? Da schmeißt einer. Der schmeißt Brandbomben. Gucken die an. Der Sack. Aber ist gut, er hat seinen Kollegen gekillt.